pleasure for me to be here. Es ist eine Freude für mich, heute hier sein zu können. In this wonderful country of the Reformation. In diesem wunderschönen Land der Reformation. But. Aber. Where is the Reformation today? Wo ist die Reformation heute? And in this weekend we will reflect specifically on the function of the remnant in the era of the Reformation. Und wir wollen uns an diesem Wochenende ganz besonders konzentrieren auf die Aufgabe und Funktion der Übrigen in diesem Jahr der Reformation, das jetzt kommt. And what the role of Adventism is today. Und was die Rolle des Adventismus heute ist. And therefore tonight we will give a broad overview where Adventism is in the world of Christendom. Und deswegen wollen wir heute Abend so einen Überblick geben, ganz grob erst einmal, wo befindet sich der Adventismus eigentlich in der Welt der Christenheit? Frequently we don't know where we are. Oftmals wissen wir gar nicht, wo genau wir uns befinden. And we try to be as close to all the other churches around us. Und wir möchten einfach so nahe wie möglich bei den anderen Kirchen sein. Because we feel inferior. Weil wir uns irgendwie ja minderwertig fühlen. We are so small. Wir sind ja so klein. And the other churches are so big. Und die anderen sind so groß, die anderen Kirchen. What happened? Was passiert? In the history of Christianity. Was passierte in der Geschichte der Christenheit? That brought Adventism to the light. So dass der Adventismus das Licht der Welt erblickt hat. And if we had stayed as close to other churches, you wouldn't have an Adventist church today. Wenn wir ganz nah bei den anderen Kirchen geblieben wären, dann hätten wir jedenfalls keine Adventgemeinde heute. And so how did God and Jesus Christ lead us to where we are today? Also wie hat uns Gott, wie hat uns auch Jesus Christus dorthin geführt, wo wir heute zu finden sind? And at the end of this weekend, und am Ende dieses Wochenendes, we can truly thank God for having led us where we are today. Dann können wir Gott wirklich danken, dass er uns so geführt hat, wie er es getan hat. And that we are so enthusiastic about it that we can give this enthusiasm to others. Und dann können wir so enthusiastisch auch sein, dass wir diesen Enthusiasmus mit anderen teilen. So that they will see that it is a privilege to be a Seventh-day Adventist. So dass sie sehen können, es ist ein Vorrecht, ein Privileg, ein Siebentags-Adventist zu sein. Is it clear? Ist das klar? And so let us specially ask the Lord to bless us. Wir wollen also ganz besonders den Herrn bitten, uns zu segnen. And I ask you especially to pray for those meetings and for me personally. Und ich möchte euch ganz besonders bitten, für diese Veranstaltung und auch für mich persönlich zu beten. Let us kneel. Lasst uns gemeinsam dazu niederknien. Amen. Amen. I like to start. Ich möchte beginnen with a statement of an important pioneer of the Adventist Church. Mit einer Aussage einer bedeutenden Pionierin der adventistischen Gemeinde. What is our heritage? Was ist unser geistliches Erbe? What is the position of God's people today? Was ist die Position des Gottesvolkes heute? Und hier ist die Aussage, die sagt, Gottes Arbeiter heute sind das Bindeglied zwischen den früheren Arbeitern der Gemeinde der Geschichte und der Gemeinde, die aus der Welt herausgerufen wird und bereitet werden soll, ihrem Herrn zu begegnen. Von Zeitalter zu Zeitalter wurde das Licht, das Gott für die Welt hat, der kämpfenden Gemeinde vermittelt.
die ganzen Vorzüge, die durch den Glauben an die Wahrheit aus vergangenen Zeitaltern in die Gegenwart gelangten, sind mit dem höchsten Respekt zu behandeln. So here you see where we are. Also hier seht ihr, wo wir uns befinden. God has given light to past generations. Gott hat schon vergangenen Generationen Licht gegeben. The early church. Der Urgemeinde. Middle Ages. Den Dark Ages. Ah, den im Mittelalter. The Reformation. In der Reformation. And now we are here. Und jetzt sind wir hier. And so we are not here to say, hey, everything we have is new. Wir sind also nicht hier, um zu sagen, hey, alles, was wir haben, ist ganz neu und frisch. No, we stand on the heads and shoulders of God's people in former times. Wir stehen auf den Schultern des Volkes Gottes aus vergangenen Zeiten. And therefore we treat with utmost respect that light. Und deswegen behandeln wir dieses Licht mit äußerstem Respekt. So let's go here now to the New Testament, to the second letter of Peter. Lasst uns das Neue Testament aufschlagen und den zweiten Petrusbrief betrachten. And we are going to focus on the present truth. Wir wollen uns hier mit dem Begriff gegenwärtiger Wahrheit kurz auseinandersetzen. Verse 12. In 2. Petrus 1, Vers 12 heißt es: Darum will ich es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie kennt und in der bei euch vorhandenen Wahrheit fest gegründet seid. So it is a proclamation of the gospel in the context of the times in which we are living. Es geht also um eine Wahrheit, im Englischen steht auch der Begriff gegenwärtige Wahrheit, present truth, eine Wahrheit, die also von der Zeit, auch mit der Zeit zu tun hat, in der wir leben. Yet at the same time it is in harmony with the past. Aber gleichzeitig ist sie auch in Harmonie mit der Vergangenheit. It reveals a deeper insight in the plan of salvation. Die gegenwärtige Wahrheit vermittelt uns bessere Einsichten in den Plan der Erlösung. It proclaims God's actions today. Sie offenbart auch Gottes Handlungen in der prophetischen Zeit. It shows where we are in salvation history. Sie zeigt uns, wo wir uns in der Heilsgeschichte befinden. And it is dynamic, progressive and not static. Und gegenwärtige Wahrheit ist immer dynamisch und fortschreitend, niemals statisch. And so here now are the key aspects of the Adventist message. Also hier sind die Hauptaspekte der adventistischen Botschaft und Missiologie. It focuses on the present truth. Sie fokussiert sich auf die gegenwärtige Wahrheit. It includes the heritage of the Christian Church. Die Botschaft beinhaltet auch das Erbe der christlichen Kirche. The heritage of the Protestant Reformation. Das Erbe der protestantischen Reformation. It includes the heritage of the great Second Advent movement. Es beinhaltet das Erbe der großen Adventbewegung. And as a result, it proclaims the three angels' messages. Und als Resultat haben wir dann die Verkündigung der dreifachen Engelsbotschaft. So these three angels' messages is the culmination of all the truth in the past. Also die dreifache Engelsbotschaft ist eigentlich sozusagen die Kulmination aller anderen Botschaften der Vergangenheit. Well, when the other churches stop with the Reformation. Wann haben also die ganzen Kirchen angefangen oder wann haben die ganzen Kirchen aufgehört mit der Reformation? We continue to carry the torch. Und als sie das getan haben, haben wir weiter diese prophetische Wahrheit, diese Fackel weitergetragen. Jesus has chosen us with a special message. Jesus hat uns beauftragt und auserwählt mit einer besonderen Botschaft. And the reformers or the followers of the reformers could have had this. But they stopped and didn't go further with the light. Und die Nachfolger der Reformatoren hätten das selbst haben können, aber sie haben irgendwann aufgehört, dem Licht zu folgen. And so let us now go to the events before Jesus return. Lass uns kurz etwas sprechen über die Ereignisse vor der Wiederkunft Jesu. 2. Thessalonians, the second chapter. In 2. Thessalonicher und dort das zweite Kapitel. Verse 1 and 2. Und dort Vers 1 und 2. What does the Bible tell us? Was sagt uns die Bibel? Das heißt hier: Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief,
Als wäre der Tag des Christus schon da. Und Vers 3 noch dazu. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens. So here we see the falling away. Hier sehen wir also einen Abfall. The man of lawlessness. Den Menschen der Sünde, der Gesetzlosigkeit. The son of perdition. Den Sohn des Verderbens. And the conclusion is, before Jesus comes. Und die Schlussfolgerung ist, bevor Jesus kommt, there will be a tremendous apostasy. Wird es eine wirklich gewaltige Abfallsbewegung geben. Among whom? Unter wem? Those who did not follow the light. Unter jenen, die dem Licht nicht gefolgt sind. It's very important. Das ist äußerst wichtig. Among our Adventists, we have also a contention. Unter Adventisten gibt es auch manchmal diese Auseinandersetzung. Some want to go forward. Einige möchten vorwärts gehen. Other ones not. Andere lieber nicht. At the end of time, there are two groups of Adventists. Und am Ende der Zeit wird es dort zwei Gruppen geben im Adventismus. Those who follow the light all the way. Jene, die dem Licht ganz gefolgt sind. And those who have stopped. Und jene, die zwischendurch aufgehört haben. And so verse 3. Also Vers 3. It tells us about the man of lawlessness. Dort lesen wir von diesem von diesem Mann der Gesetzlosigkeit. In Vers 4 ist das im Deutschen. Okay. Der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. So here is a power that opposes righteousness. Hier ist also eine Macht, die der Gerechtigkeit sich entgegenstellt. Opposes God. Die Gott widersetzt. Claims the right and power of God. Die Rechte und die Macht Gottes für sich in Anspruch nimmt. And demands supreme authority. Und die absoluten Gehorsam einfordert. And so we go to verse 6 through 8. In Vers 6 bis 8 lesen wir: Und ihr wisst, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit, denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Many Christians are looking forward to this power. Viele Christen schauen in die Zukunft, um diese Macht zu identifizieren. But what does the Bible say? Aber was sagt die Bibel? It is already at work in Paul's day. Sie sagt, dass schon zur Zeit von Paulus diese Macht am Wirken war. It was not until this restraining power was taken out of the way. Da gab es auch eine zurückhaltende Macht, die aus dem Weg geräumt werden musste. That clearly the man of sinless, the man of lawlessness could be revealed. Erst dann konnte wirklich der Mensch der Sünde, der Gesetzlosigkeit völlig in Erscheinung treten. So from the time of Paul, also von der Zeit von Paulus, until the end of time, bis zur Endzeit, bis zum Ende der Zeit, this power can be identified. Muss diese Macht identifizierbar sein in der gesamten Zeit. And so, why did so many people still today look in the future? Also warum ist es dann, dass so viele Menschen bezüglich dieses Antichristen in die Zukunft schauen? Let's go to the early Christians. Lasst uns erstmal die frühen Christen betrachten. The early Christians saw greatly in the future there was the Antichrist. Die Urchristen sahen den Antichristen aus ihrer Zeitperspektive in der Zukunft. He opposes God. Sie sagten, dass der Antichrist sich gegen Gott stellt. And the Bible says he acts in place of God. Und die Bibel sagt ja auch, dass er anstelle Gottes handeln würde. What did the early Christians think about the restraining power? Was haben die Urchristen über diese andere Macht, die noch zurückhält, gedacht? The Roman Empire. Sie haben das identifiziert als das Römische Reich. As long as the Roman Empire is there, we have nothing to fear. Solange das Römische Reich noch existiert, muss man den Antichristen nicht fürchten. But when the Roman Empire would fall, aber wenn das Römische Reich fallen würde, dann the man of sin, lawlessness would come. Dann würde der Mensch der Gesetzlosigkeit sich zeigen.
And so it was very clear to the early Christians. Das war also der Urgemeinde ziemlich klar und deutlich. Why do people now today look in the future? Warum schauen also Menschen heute in die Zukunft bezüglich des Antichristen? Because they forgot where they came from. Weil sie vergessen haben, woher sie gekommen sind. There are very few people that know church history. Es gibt nur sehr wenig Menschen, die sich überhaupt mit Kirchengeschichte befasst haben und das kennen. And if you don't know the past, you are most likely to repeat the mistakes of the past. Und wenn man die Vergangenheit nicht kennt, dann wird man sehr wahrscheinlich die Fehler der Vergangenheit wiederholen. Some important scholar said, if you don't know the past, you will remain a child forever. Jemand hat einmal gesagt, ein großer Gelehrter, wenn du die Vergangenheit nicht kennst, wirst du für immer ein Kind bleiben. And so what about the Protestant reformers? Also wie war das jetzt mit den protestantischen Reformatoren? The identification of the man of lawlessness. Die Identität dieses Menschen der Gesetzlosigkeit. The Antichrist. Der Antichrist. That was the view of Luther. Das war die Ansicht von Luther. And now everything what people write about Luther has nothing to do with the Antichrist. Und heute schreiben viele Menschen über Luther und es hat nichts mit dem Antichristen mehr zu tun. Because it is not politically correct. Weil das ja nicht mehr politisch korrekt ist. The papacy, the little horn of Daniel 7. Das Papsttum, das kleine Horn aus Daniel 7. Is the first beast of Revelation 13. Ist genauso das erste Tier aus Offenbarung 13. Is the harlot of Revelation 17. Und natürlich die Hure aus Offenbarung 17. The reformers were clear on this. Die Reformatoren waren sehr klar diesbezüglich. And we will see here in this series that I present why most Christians lost those insights. Und wir werden im Laufe dieses Wochenendes sehen, warum die meisten Christen diese Einsichten wieder vergessen und verloren haben. The restraining power, the Roman Empire. Die Identität der hindernden Macht wurde von den Reformatoren ebenfalls als das Römische Reich angesehen. After the fall of the papacy, after the fall of the Roman Empire, the papacy appeared. Auch sie hatten deutlich gesehen, dass nach dem Fall des Römischen Reiches das Papsttum erschien. And during the Middle Ages they discovered that the power that were persecuting through the Inquisition is clearly the Roman Church. Und im Mittelalter hat man dann wirklich das deutlich gesehen, dass die römisch-katholische Kirche diese verfolgende Macht ist, die in der Prophetie vorhergesagt war. It was during the Middle Ages that they discovered the 1260 years. Im Mittelalter hat man dann auch diese 1260 Jahre entdeckt. And that was by a Catholic abbot. Und das war sogar ein katholischer Abbot, also ein Klostervorsteher. Joachim of Fiore. Joachim Fiore, genau. In Calabria. In Calabria. And when he died. Und als er gestorben ist, they discovered that they declared all his writings heresy. Und als man das herausgefunden hat, man nach seinem Tod alle seine Schriften als Heresie, als Irrlehre, Ketzerei abgetan. But the reformers knew that in the future there would come a deadly wound. Die Reformatoren wussten also, es würde in der Zukunft mal so etwas wie eine tödliche Wunde geben. Now, where did the Protestant reformers get their information from? Woher haben die protestantischen Reformatoren ihre Information erhalten? From the Waldenses. Von den Waldensern. From Wycliffe. Von Wycliffe. Huss. Von Jan Hus. And where did those people got the information? Und wo haben die diese Information hergehabt? The Bible and the Bible only. Von der Bibel. Aus der Bibel an, ganz allein. Prophecy studied in the light of history. Man hatte Prophetie im Licht der Geschichte studiert. Study of Daniel and Revelation. Man hatte Daniel Offenbarung sich gründlich analysiert und angeschaut. Today we call this the historicist view of prophecy. Wir nennen das heute die historizistische Auslegung der Prophetie. And nearly all Protestant reformers accepted this view of prophecy. Und im Grunde genommen alle Reformatoren des Protestantismus haben diese Sicht der Prophetie akzeptiert. They knew what Babylon was. Sie kannten Babylon. And they called people to come out of Babylon. Und sie haben Menschen aufgefordert, aus Babylon herauszukommen. Luther was good in theology. Luther war sehr gut in Theologie. Justification. In Rechtfertigung. Sanctification. Heiligung. And his confession father Staupitz says, you know, just keep it for yourself. Keep it for yourself. Don't
Shake the church. Und sein Beichtvater Staupitz hat gesagt, ist ja alles gut und schön, behalt es einfach für dich, rüttle nicht die Kirche auf. But Luther was moved with compassion. Aber Luther war wirklich mit Mitleid bewegt. He saw the millions of people deceived. Er sah all die Millionen Menschen, die verführt waren. And he could not stop his mouth. Und er konnte einfach seinen Mund nicht halten. And because of his compassion, he preached. Und weil er so viel Mitleid hatte mit den Menschen, hat er gepredigt. And split the church. Und hat die Gemeinde geteilt. Oh, he wanted to stay with the church. Er wollte natürlich mit der Kirche bleiben. But the church excommunicated him. Aber die Kirche hat ihn exkommuniziert. And so, when the church was fallen, Babylon was fallen. Und als so die Kirche fiel, war Babylon gefallen. And so he called people out. Und so hat er Menschen herausgerufen. What about the situation today? Wie ist das heute? Has Catholicism changed? Hat der Katholizismus sich geändert? No. Nein. Oh, the approach to Protestants is different. Oh, der Ansatz jetzt, wie sie mit dem Protestantismus umgehen, der ist etwas anders. But the teaching is just the same. Aber die Lehre ist genau dieselbe. Replacing Christ through the Pope. Der Christus wird durch den Papst ersetzt. Vicarius Filii Dei. Sein Titel ist der Vicarius Filii Dei, der Stellvertreter Sohnes Gottes. And in the Latin we know exactly that this is the mysterious number 666. Und wir wissen, dass im Lateinischen das genau diese mysteriöse Nummer 666 ist. Even if some Adventists say no, that is not the correct interpretation. Selbst wenn einige Adventisten heute sagen, das ist nicht die korrekte Interpretation. Those are exegetes, not historians. Das sind Exegeten, keine Historiker. And so it is. So ist es. Satan tries to undermine God's specific prophetic teachings. And what are Adventists going to do? Der Satan versucht, unsere prophetischen Lehren zu unterminieren. Und was werden Adventisten tun? And so here then, you find what the Protestants revealed. The way how to interpret the Bible. Hier sehen wir, wie die Reformatoren glaubten bezüglich der Auslegung der Bibel. Today, when you ask to people about the mistakes of the Bible, they can tell you many mistakes. Wenn man heute Menschen fragt über die Fehler der Bibel, werden viele Irrtümer aufgezählt. Not the Protestants, so Reformers. Haben das die Reformatoren nicht getan. The Bible is infallible authority. Sie glaubten, dass die Schrift die unfehlbare Offenbarung Gottes ist. And if we think there are mistakes, we have an incorrect view of the Bible. Und wenn wir da glauben, das ist voller Irrtümer, dann haben wir eine falsche Sicht der Bibel. Secondly, scripture is clear and sufficient. Zweitens glauben sie, dass die Schrift klar und ausreichend ist. It's for all people. Die Bibel ist für alle Menschen geschrieben. Not the scholars. Nicht nur für die Gelehrten. Use of the Bible and the Bible only and don't get confused in theological terms. Man hat sich allein auf die Bibel und die Bibel allein berufen und sich nicht zu sehr mit theologischen Quellen beschäftigt. If you want to know how to interpret the Bible, wenn man die Bibel wirklich verstehen will, read the Bible. Lies die Bibel. There in the Bible you find the principles of interpretation. Denn dort in der Bibel findet man die Prinzipien der Auslegung. And every Christian can find it out. Und jeder Christ kann das für sich selbst herausfinden. And if you have difficulties, compare scripture with scripture. Und wenn du Schwierigkeiten hast, dann vergleiche Schriftstelle mit Schriftstelle. Use type and antitype. Benutze den Typus und den Antitypus. What you find in the Bible is real history. Was man in der Bibel findet, so glaubten die Reformatoren, ist echte, zutreffende Geschichte. No evolution. Keine Evolution. Genesis 2:3-11, pure history. 1. Mose 1 bis 11 ist tatsächlich echte Geschichte. And then the historical view of prophecy and the signs of the times. Dann natürlich die historische Sicht der Prophetie und die Zeichen der Zeit. And unless you pray and ask for the Holy Spirit, you are in dangerous grounds. Und solange man nicht wirklich vorher betet und um den Heiligen Geist bittet, ist man eigentlich in einer gefährlichen Lage. And today, friends, only Adventists still follow those principles to the letter. Und wisst ihr, liebe Freunde, heute folgen eigentlich nur noch Adventisten diesen Prinzipien buchstabengetreu, hier wie sie hier stehen. And unless we daily read and pray and study the Bible, we are on dangerous ground. Und wenn wir nicht täglich die Bibel lesen und darüber beten und wirklich studieren, dann befinden wir uns auch auf gefährlichem Boden. And so here then,
What did the reformers believe about prophecy? Also, schauen wir uns an, was glaubten die Reformatoren bezüglich der Prophetie? An historicist view of prophecy. Sie hatten eine historizistische Sicht der Prophetie. They believed the empires of Bible prophecy. Sie glaubten an die Reiche der biblischen Prophetie. Just like we do. Genau wie wir das tun. Babylon, Medo-Persia, Greece and Rome. Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom. They were using the year-day principle. Sie verwendeten das Jahr-Tag-Prinzip. In symbolic prophecy, time is symbolic. Zum Beispiel ist dann also in symbolischer Prophetie auch die Zeit symbolisch. A prophetic day represents a year. Ein prophetischer Tag stellt ja ein Jahr dar. The historic antichrist is the papacy. Der historische Antichrist ist das Papsttum. It's represented by the little horn. Dargestellt durch das kleine Horn. The first beast of Revelation 13. Das erste Tier aus Offenbarung 13. The harlot. Die Hure. And Babylon. Und Babylon. And today, whatever we as Adventists believe, we are in harmony with Luther, Calvin, Zwingli, Bucer and the others. Und was wir heute diesbezüglich als Adventisten glauben, ist in voller Harmonie mit Luther, Calvin, Zwingli und Bucer. Bucer. Yeah. And their mission was to restore the gospel. Ihre Mission war es, das Evangelium wiederherzustellen. And the first Angel's message. Und die erste Engelsbotschaft, that we proclaimed, die wir gepredigt haben, it begins with the everlasting gospel. Sie beginnt ja mit dem ewigen Evangelium. But it is in a special context of the last days. Aber natürlich in einem besonderen Kontext der letzten Zeit. Now let us see here what our early pioneers believed about the reformers. Schauen wir, was unsere frühen Pioniere über die Reformatoren glaubten. Sie sagt: Sie hatten mehr als menschlichen Mut. Sie wagten keinen Augenblick zu schlafen, sondern waren mit der Rüstung des Christen umgürtet, für den Kampf bereit, nicht allein mit geistigen Feinden, sondern mit Satan in der Gestalt von Menschen, deren beständiger Schrei war: Gib deinen Glauben auf oder stirb. Diese wenigen Christen waren stark in Gott und köstlicher in seinen Augen als eine halbe Welt, die den Namen Christi trugen und doch Feiglinge in seinem Werke waren. Während die Gemeinde verfolgt wurde, waren ihre Glieder in Liebe vereinigt. Sie waren stark in Gott. Sünder durften sich nicht mit der Gemeinde verbinden. Nur diejenigen, die bereit waren, alles für Christum zu verlassen, konnten seine Jünger sein. Sie wollten gerne arm, demütig und Christo ähnlich sein. You know, if you lived at a time and you've been decided for the Protestant faith. Wenn man in jener Zeit lebte und sich für den protestantischen Glauben entschied, it may cost your life. Das hätte einem das Leben gekostet. Now today, if you choose to become a Seventh-day Adventist, wenn man heute sich entscheidet, ein Siebentags-Adventist zu werden, at least in this country, there is no danger of losing your life. Ist zumindest in diesem Land hier keine Gefahr zu sehen, dass man jetzt sein Leben verliert. But this is a specific, unique character of the Protestant Reformation. Aber das ist ein ganz besonderer, wichtiger Charakterzug dieser protestantischen Reformation. Now after the persecution, Satan realized that he was not so successful. Nach dieser ganzen Reformation hat der Satan gemerkt, dass er nicht nach der Verfolgung der Reformation hat er gemerkt, dass er nicht so erfolgreich war. So Satan changed his strategy. Also Satan hat seine Strategie geändert. And he tried to unite now the church with the world. Und so hat er jetzt wiederum versucht, die Gemeinde mit der Welt zu vereinen. Und da lesen wir hier: Satan beschloss daher, auf eine sanftere Art und Weise zu kommen. Er hatte bereits die Lehren der Bibel verfälscht und die Satzungen, die Millionen ins Verderben stürzen sollten, wurzelten sich tief ein. Seinen Hass bezähmend beschloss er, seine Untergebenen nicht zu solch bitterer Verfolgung zu drängen, sondern die Gemeinde dahin zu bringen, dass sie um verschiedene Satzungen kämpfte, anstatt um den Glauben, der den Heiligen einst gegeben wurde. Indem er so auf die Kirche einwirkte, dass diese Ehre und Gunstbeweise von der Welt annahm, unter dem Vorwande, dass ihr dadurch Vorteile zuteil würden, ging sie immer mehr der Gunst Gottes verlustig. Sie verlor allmählich ihre Kraft, weil sie es vermied, die scharfen Wahrheiten zu verkündigen, welche die Vergnügungssüchtigen und Freunde der Welt ausgeschlossen hätten. There is now the situation among the followers or the successors of the reformers. Hier sehen wir die Situation der nächsten Generationen nach den ursprünglichen Reformatoren.
And so here then we see the rise of Protestant scholasticism. Hier sehen wir das Aufkommen der protestantistischen Scholastik, also der Gelehrsamkeit. Instead of focusing on the Bible and the Bible only, statt sich allein auf die Bibel zu fokussieren, they focused on the writings of the reformers. Hat man jetzt angefangen, sich immer mehr mit den Schriften der Reformatoren zu beschäftigen. They were engaged in theological controversies about the views of the reformers. Sie haben jetzt angefangen, Kontroversen durchzuführen und sich zu streiten über verschiedene Ansichten der verschiedenen Reformatoren. And then the government came in also involved. Und dann ist auch die Regierung involviert gewesen. And if you were not following the main church, the government would persecute you. And get you into line. Und wenn man dann nicht der Haupt, auch der protestantischen Hauptkirche gefolgt ist, hat sich die Regierung wiederum darum gekümmert, jemanden zu züchtigen und entsprechend auf Linie zu bringen. Whole wars between sections of Protestants. Es gab ganze Kriege zwischen verschiedenen Sektionen des Protestantismus. And a development of cold orthodoxy. Und so entwickelte sich eine ganz kühle Orthodoxie, eine kühle Rechtgläubigkeit. And it led to the stagnation of the Protestant Reformation. Und das hat dazu geführt, dass die protestantische Reformation irgendwann stagnierte. And those who were persecuted tried to escape. Und jene, die verfolgt wurden, haben sich dann auf die Flucht gemacht. America, zum Beispiel nach Amerika, South Africa, nach Südafrika and other parts und natürlich, that were not densely populated. Und natürlich auch an andere Orte, die jetzt nicht besonders dicht besiedelt waren. And so the Lord looking upon what God has hoped would bring a total revival of Christendom had to do another plan. Also Gott schaute sich das an und sein, was er gehofft hatte, dass jetzt die ganze Christenheit wirklich erweckt würde, das war nicht eingetreten und so musste er einen neuen Plan fassen. And what did Jesus do? Was hat Jesus getan? Jesus revives his people by unsealing of Daniel. Jesus erweckt sein Volk durch das Entsiegeln des Buches Daniels. In Daniel 12 it says that in the last days, in the time of the end, the book of Daniel will be opened. In Daniel 12 lesen wir, dass zur Zeit des Endes das Buch Daniel geöffnet werden soll. And Jesus had a special way to get the attention of the people, the Christians, to the prophecies. Und Jesus hatte eine ganz besondere Methode, all die Christen wieder ihre Aufmerksamkeit zu bekommen, sodass sie jetzt wirklich die Prophetie studieren würden. You find it in the seals of Revelation. Das findet man in den Siegeln in der Offenbarung. Revelation 6. In Offenbarung 6. It's a scenario of apostasy. Da haben wir dieses Szenario des Abfalls. First horse. Das erste Pferd. First seal. Das erste Siegel. Is a white horse. Das ist das weiße Pferd. Pure church. Eine reine Gemeinde. But then the next one is a red horse. Aber dann kommt das rote Pferd. Persecution comes in. Die Verfolgung kommt. Then the next one is a black horse. Dann kommt das schwarze Pferd. Heresy comes in. Die Irrlehre dringt hinein. And finally you have then the pale horse. Und dann kommt dieses fahle, farblose Pferd. And the Bible says death and Hades followed it. Und dort heißt es, dass der Tod und der Hades ihm folgten. And the result is many martyrs. Und das Resultat ist, es gibt viele Märtyrer. And then the fifth seal are the martyrs. Und im fünften Siegel sieht man dann symbolisch die Märtyrer. They cry out, oh Lord, avenge, avenge. Und sie rufen aus, Herr, Herr, richte uns doch, richte doch und räche uns. And the Lord says, I'll take care of it. Und der Herr sagt, ich werde mich drum kümmern. Remain a little longer there. Bleibt noch ein wenig dort. Until the number of the martyrs will be fulfilled. So lange, bis die Zahl der Märtyrer vollendet ist. And then the sixth seal comes. Und dann kommt das sechste Siegel. And you get the most unique signs, cosmic signs that the world has ever seen. Und da sehen wir einige der die wahrscheinlich erstaunlichsten, außergewöhnlichsten kosmischen Zeichen, die Welt jemals gesehen hat. In exactly the same sequence. Und zwar genau in der gleichen Reihenfolge. It starts with an earthquake. Es begann mit diesem Erdbeben. Then the sun became darkened. Dann wurde die Sonne finster. And the moon und became red of blood. Und der Mond wurde blutrot. And the stars fell from heaven. Und die Sterne fielen vom Himmel. All those signs you find also in Matthew 24. All diese Zeichen findet man auch in Matthäus 24. Or
Mark 13. In Markus 13 natürlich. Or Luke 21. Oder Lukas 21. And in Matthew it says, all those signs, this generation will not pass away until all those signs shall take place. Und in Matthäus sagt es sogar, dass diese Generation nicht verloren gehen wird oder nicht vergehen wird, wenn diese Zeichen alle geschehen. And do you know that all those signs of the earthquake, the dark day and the falling of the stars happened within the lifespan of one person who was alive at the earthquake could have seen all those things. Und seht ihr diese Zeichen, das Erdbeben, der schwarze Tag und auch der Sternenfall, all das passierte in einer Generation sozusagen. Jemand, der beim Erdbeben lebendig war, hätte auch die anderen Sachen noch sehen können. Now some of our people put those signs in the future. Einige in unserem Volk fangen jetzt an, solche Zeichen in die Zukunft zu verlegen. Yes, in the Zukunft, in the future will come some of those signs, but during specifically the times of tribulation, the time when probation is over. Und ja, es wird solche Zeichen wieder geben, aber ganz besonders dann in der großen Trübsalzeit, wenn die Gnadenzeit zu Ende ist. But those signs then don't lead people to repentance. Aber die Zeichen dann werden niemanden mehr zur Umkehr, zur Buße führen. Those signs that I just mentioned are signs that if people know it, will lead to repentance. Aber diese Zeichen, die erwähnt sind, sind ja Zeichen, die, wenn die Menschen es erkennen werden, sie zur Buße geführt werden. Matthew said, when you see those signs, you will know that it is near. Da heißt es ja, wenn ihr diese Zeichen seht, werdet ihr wissen, dass es jetzt nahe ist. Now some of us laugh about those signs, but the most unique earthquake that infected the world was the earthquake of Lisbon. Einige lachen von uns über diese Zeichen, aber das Entscheidende oder das Erdbeben, das den meisten Einfluss auf die Weltgeschichte gehabt hat, war das Erdbeben von Lissabon. Leading to deism and atheism and the French Revolution. Das hat nämlich letztlich über den Deismus zum Atheismus geführt und damit zur Französischen Revolution. Then the next one was people was looking forward was the dark day. Dann war der schwarze Tag. That was specifically North America. Das war insbesondere Nordamerika zu beobachten. So the earthquake was in the eastern hemisphere. The dark day was in the western hemisphere. Also das Erdbeben in der östlichen Hemisphäre, der schwarze Tag in der westlichen Hemisphäre. And then the falling of the stars came 2 years after William Miller started the Advent movement. Und der Sternenfall kam genau 2 Jahre, nachdem William Miller die Adventbewegung gestartet hat. It was a tremendous boost to Adventism. Und das hat den Adventismus wirklich sehr stark nochmal gefördert und gepusht. And people who were living at that time. Und Menschen, die in jener Zeit gelebt haben, consulted the Bible and saw that the signs there were really now being fulfilled. Menschen, die dort gelebt haben, haben die Bibel studiert und haben gesagt, die Zeichen, die hier erwähnt sind, haben sich wirklich erfüllt. Today, heute, hardly anybody knows about it. Weiß fast niemand mehr davon. No, keiner. And so you can see here, if people reject truth, they come into darkness. Hier sieht man also, wenn Menschen Wahrheit ablehnen, bewegen sie sich in die Finsternis. And so here then, what was then, and that is as a result, you get an unsealing of the, because of those events, people studied Daniel and Revelation exceedingly carefully, and then, when as a result of the French Revolution, the Pope was taken captive, can you imagine? Italy surrounding by Catholic, powerful Catholic nations. Also, aufgrund dieser Zeichen hat man jetzt Daniel noch genauer studiert, hat festgestellt, dass diese 1062 Jahre sich erfüllt haben, am 1798, als der Papst gefangen genommen worden ist. Damals war es interessant, dass Italien von katholischen Nationen umgeben war. It took an atheistic government to destroy all those powers. Es war eine atheistische Macht aber dann, die all diese katholischen Mächte zerstört hat. And that was the end of the papacy. Das war, that is what they thought. Das war zumindest, so dachte man, das Ende des Papsttums. But it happens exactly 1260 years after 538. Aber das passierte genau 1260 Jahre nach 538. When Justinian's command to make the Pope the head of all the churches
was implemented because General Belisarius liberated Rome. Und zwar 538 war dieser Befehl von Justinian, den Papst zum Oberhaupt aller Kirchen zu machen, in Effekt getreten, weil der General Belisarius Rom befreit hatte von den Ostgoten. And many Christians believe this. Und viele Christen hatten das ja auch verstanden und geglaubt dann hier. In the British Museum you find even a series of sermons preached during that year as a fulfillment of the 1260 years. In the British Museum. Yes. Im British Museum findet man sogar eine archiviert eine ganze Reihe von Predigten über dieses Thema 1798 gepredigt worden sind. Today? Heute? Who knows it? Wer weiß das noch? You know why people gave it up? Warum haben Menschen das aufgegeben? They focused on the deadly wound. Sie haben sich auf die tödliche Wunde konzentriert. But they did not see that the deadly wound was going to be healed. Aber sie haben nicht gesehen, dass die tödliche Wunde geheilt werden würde. Today? Heute? There is nobody, no spiritual leader more powerful than the Pope. Heute gibt es keinen mächtigeren geistlichen Führer als den Papst. Influential in all the United States, in the United Nations committees. In all den Komiteen und Gremien der Vereinten Nationen hat er großen Einfluss. And even a leader in the World Council of Churches, while not being a member of the World Council. Und er leitet sogar den Weltkirchenrat, ohne Mitglied davon zu sein. It's amazing. Das ist wirklich erstaunlich. And only Adventists know the healing of the wound. Und nur Adventisten wissen von der Heilung dieser Wunde. And so here then in the time of the end the book of Daniel will be opened. Also hier in der Zeit des Endes ist das Buch Daniel geöffnet worden. And when the book of Daniel was opened. Und als das Buch Daniel geöffnet worden ist. Many Christians were studying prophecies. Haben viele Christen die Prophetie studiert. And that led to the beginning of the rise of the Advent movement. Und das hat dann zur Entstehung der Adventbewegung geführt. The result of the unsealing of the Daniel. Das Resultat dieses Entsiegelns von Daniel. A tremendous amount of knowledge about the book of Daniel. Ein wirklich erstaunlicher Zuwachs an prophetischer Erkenntnis. Between 1798 and 1844, more books of Daniel Revelation were written than in the 1700 years before. In dem Zeitraum zwischen 1798 und 1844 sind mehr Bücher über Daniel Offenbarung geschrieben worden als in all den 1700 Jahren zuvor. Now when the 1260 years was fulfilled, als die 1260 Jahre vollendet waren, the attention was now directed to chapter 8. Hat sich jetzt die Aufmerksamkeit von Daniel 7 auf Daniel 8 übertragen. Because if Daniel the 1260 is clear, denn wenn die 1260 klar sind, what about this mysterious number, the 2300 days? Was ist jetzt mit den mysteriösen 2300? So the discussions then in the next 50 years or 40 years were just dealing with Daniel chapter 8. Also vor allem hat man sich in diesen 40 Jahren um Daniel 8 gekümmert, das diskutiert. Oh yes, there were differences about the little horn. Es gab natürlich Unterschiede bezüglich des kleinen Hornes. About the sanctuary. Auch über das Heiligtum. But what is the time? Aber es ging vor allem um die Frage, was ist die Zeit? Wie lange wird es dauern? And as a result, we get a worldwide movement. Und als Resultat haben wir dann diese weltweite Bewegung gehabt. An Advent movement. Die Adventbewegung. You had it in Scandinavia. Die war in Skandinavien. But it had not much result because the church stopped the preaching. Dort gab es aber nicht viele Resultate, weil die Kirche das die Predigt untersagt hat. But God then took control of children. Aber Gott hat dann die Kinder benutzt. And they spoke up under trance. They were possessed with a certain spirit, and they gave major sermons. Und sie haben dann quasi wie in Trance gesprochen, und Gottes Geist hat durch sie gesprochen. Sie haben ganze Predigten gehalten. Jesus says, if you stop the preaching, even the stones will cry out. Jesus hat ja gesagt, wenn ihr aufhört zu predigen, dann werden notfalls die Steine sprechen. And in Germany, one of the greatest scholars here, Bible scholars, Bengel. Und hier in Deutschland gab es einen dieser größten Theologen, den Bengel. He predicted that this would end in 1836. Er hatte vorher gesagt, dass die Prophezeiung im Jahre 1836 enden würde. And many others were mistaken. Und viele andere hatten da kleine Rechenfehler. But let us now see here what happened in America. Lass uns jetzt schauen, was in Amerika passiert ist. You know, the great Second Advent Awakening affected the Christian world, but only in North America had it
lasting impact. Diese große Wiederkunftserwartung, diese Erweckungsbewegung hat die ganze christliche Welt beeinflusst, aber nur in Nordamerika wirklich bleibende Wirkung hinterlassen. Now, being a European myself, ich bin selbst Europäer. I heard the people say, oh yeah, those Americans, they swallow everything. Ich habe das schon gehört, ja, die Amerikaner, die schlucken ja alles. And therefore they follow all those things. Und deswegen folgen die jedem möglichen Unsinn. But that's not the reason. Aber das ist nicht der Grund. The reason is very profound. Der Grund, warum die Amerikaner dort mehr hinterher waren, ist sehr tiefgründig. There is a unique religious and spiritual climate. Es gab dort ein ganz besonderes religiöses und politisches Klima. What was unique in America? Was war so besonders und einzigartig in Amerika? There was complete religious freedom. Es gab dort vollständige religiöse Freiheit. Separation between church and state. Die Staat und Kirche waren getrennt. What happened here? Was ist hier passiert? If you had a different opinion with the state church, you were persecuted. Wenn man hier eine andere Sicht hatte als die Staatskirche, dann ist man verfolgt worden. In Holland. In Holland. In England. In England. Skandinavien. Skandinavien. If you didn't believe in the Lutherans, there was a whole struggle between the Reformed in Switzerland and France and the Lutherans here. Und da gab es große Diskussionen und Streitigkeiten mit den Reformierten in Holland und in der Schweiz und dann mit den Lutheranern in Deutschland. And so here then, what about the political freedom? Wie war das mit dem politischen, mit der politischen Freiheit? Here you had kingdoms and kings and hier, queens. Hier in Europa gab es Könige und Königreiche und Königinnen. No, not in America. Aber nicht in Amerika. You had representatives, a government by the people for the people. Da gab es eine repräsentative Demokratie, eine Regierung vom Volk für das Volk. So no state church. Keine Staatskirche. No political church. Keine politische Kirche. And so you had a tremendous freedom. Es gab also wirklich außerordentliche Freiheit. And so even when people hated the Adventists, they had the freedom to preach. Selbst wenn Menschen die Adventisten gehasst haben, hatten die doch die Freiheit zu predigen. And so therefore you get then the birth of the Second Advent movement. Dadurch konnte die Wiederkunftsbewegung in Nordamerika wirklich geboren werden. The inspirational leader was William Miller. Der inspirierende Führer, der alles leitete, war der William Miller. Now see here that scheme here. Schaut euch mal hier diese Skizze an. This was a picture of about 100 Bible interpreters before William Miller. So haben schon ungefähr 100 Bibelausleger vor Miller die 2300 Tage interpretiert. They connected the 70 years, the 70 weeks with the 2300 days. Sie alle hatten die 70 Jahre, 70 Wochen aus Daniel 9 mit den 2300 Tagen, also Jahren aus Daniel 8 verbunden. And the one who interpreted that was Johann Petri. Der erste, der das gefunden hat, war Johann Petri. A Lutheran. Ein Lutheraner. And so this view was spread all over, and as a result, people know where the 2300 days end. Und diese Sicht wurde überall verbreitet und dadurch haben viele so eine Ahnung bekommen, wann die 2300 Tage enden würden. And so what will be the end of this? Was wird das Ende davon sein? Here you find a whole list now of interpretations about the end of the 2300 years. Hier findet ihr eine ganze Sicht, eine Reihe von verschiedenen Interpretationen, was das Ende dieser 2300 Jahre hätte sein sollen, gemäß der nicht-milleritischen Prophetieausleger. That is the beginning of the millennium. Einige sagten, dann beginnt das Millennium. The fall of Mohammedanism or the Islam. Einige sagten, das wird der Untergang des Islam sein. The cleansing of the sanctuary, the cleansing of Jerusalem from the Islam. Andere sagten, Jerusalem wird vom Islam gereinigt werden. Return of the Jews to Jerusalem. Die Rückkehr der Juden nach Jerusalem, sagten andere. Cleansing of the church from apostasy. Reinigung der Kirche vom Abfall. The purging of the church from papal influences. Die Reinigung der Kirche von päpstlichen Einflüssen. The reestablishment of true worship. Und die Wiederherstellung wahrer Anbetung. Now it's interesting here. This is what all the other scholars, basically 95% of the people in the States, believed. Interessanterweise, das ist, was mindestens 95% all der Gelehrten und Theologen in den Vereinigten Staaten von Amerika zu dem Zeitpunkt glaubten. But William Miller's interpretation was unique. Aber Millers Interpretation war außergewöhnlich. He saw the cleansing of the sanctuary in the context of Christ's actions. Er sah die Reinigung des Heiligtums
im Zusammenhang mit dem, was Jesus tut. Okay, now let us now see here. Lass uns das mal genauer anschauen. Jesus chooses a human leader for the Second Advent movement. Jesus hat eine menschliche Führungsfigur für die Adventbewegung gewählt. His name is William Miller. Natürlich ist sein Name William Miller. He was the most prominent student of prophecy. Der berühmteste Erforscher der Prophezeiung. It was God's choice of inspirational leader of the great Second Advent movement in the 19th century. Er war Gottes Wahl für diese Adventbewegung im 19. Jahrhundert. Why did God choose William Miller? Warum hat Gott jetzt den William Miller gewählt? You know, it was the best person available. Einfach aus dem einfachen Grund, er war einfach die beste verfügbare Person. The scholars of Harvard, die Gelehrten aus Harvard, Yale, Princeton, von Yale und Princeton, were steeped in heresies. Sie waren alle so im Irrtum verfangen. William Miller was not steeped in those things. Und William Miller war da nicht tief hineingetaucht. He was a deist. Er war ja früher ein Deist gewesen. Because of his friends. Aufgrund seiner Freunde. But he escaped death in the war of 1812 against the English. Er ist 1812 im Krieg mit England dem Tod gerade noch mal so entkommen. All kind of cannons blasted around him. His friends died, but not he. Die Kanonen haben um ihn herum geschossen. Alle seine Freunde sind um ihn herum gestorben, aber er selbst nicht. He says, why? Und er sagte, warum? That I survive. Warum habe ich überlebt? Then he went home. Er ist nach Hause gegangen. And his mother invited him to church. Und seine Mutter hat ihn zur Kirche eingeladen. And frequently, when there was not a pastor, they read a sermon. Damals gab es oftmals keinen Prediger, der dort gepredigt hat. Man hat einfach Predigten vorgelesen. But William Miller, he was more educated in the literary way. William Miller war etwas gebildeter, was so literarische Dinge anbetraf. Mocked those people because they couldn't even read. Und er hat sich dann lustig gemacht über die Gemeindemitglieder, weil die nicht mal richtig lesen konnten. So his Baptist mother said. Also hat seine baptistische Mutter gesagt. William, why don't you read it? William, dann kannst du doch auch mal lesen. And he did it. Er hat's getan. And he read it. Er hat die Predigt abgelesen. And he came by Isaiah 53. Und er kam zu Jesaja 53. And when he read Isaiah 53. Und als er Jesaja 53 gelesen hatte, something happened to him. Ist etwas in seinem Herzen passiert. And he became vulnerable for the Holy Spirit in a very special way. Und er hat sich dem Heiligen Geist geöffnet auf eine ganz besondere Art und Weise. But all the criticisms of his friends about the Bible were still in his mind. Aber in seinem Denken waren immer noch diese ganzen Kritikpunkte gegenüber der Bibel, die er von seinen Freunden gelernt hatte. So he started to read the Bible from Genesis to Revelation. Also hat er die Bibel angefangen zu lesen, bei 1. Mose hat er angefangen und dann durch bis in die Offenbarung. And asked God for enlightenment. Hat Gott um Erleuchtung gebeten. And in 2 years time. Und innerhalb von 2 Jahren. It was to him very, very clear. War es ihm vollkommen klar. The Bible is God's word. Die Bibel ist Gottes Wort. And Jesus will come very soon. Und Jesus kommt sehr bald wieder. In fact, he calculated 1843. Er hat sogar 1843 schon berechnet. But he was not quite sure about himself. Aber er war selbst sich nicht ganz sicher. So it took him restudy. Also hat er nochmal studiert. For 18 years. 18 Jahre insgesamt alles. And it was so clear to him. Und es war ihm dann so eindeutig, that he had to share it. Er musste es weitergeben. But he said, you know, Lord, I can't preach. Aber er hat gesagt, Herr, ich kann nicht predigen. Nobody knows about me. Niemand weiß von mir. So unless you give me an invitation, I go. Also wenn du mir nicht eine Einladung gibst, dann werde ich nicht gehen. A couple of hours later, nur wenige Stunden später, his nephew called upon the door. Hat sein Neffe an der Tür geklopft. Say, Uncle William. Und hat gesagt, Onkel William. We know that you are a student of prophecy. Wir wissen, du kennst dich aus mit der Prophetie. We don't have a pastor. Wir haben keinen Pastor. Please share something what you know. Bitte teil doch etwas mit von dem, was du weißt. And he left. He went in the garden on his knees. He said, Lord, deliver me. Und er ist dann erstmal weggelaufen in den Garten und hat auf den Knien gebeten, Herr, rette mich. But the invitation stood. Aber die Einladung stand. And he went. Und er ging. And from that weekend, invitation after invitation after invitation came. Und nach diesem Wochenende kam eine Einladung nach der andere, jedes Wochenende. And preachers became converted. Und Prediger haben sich bekehrt. And there was a whole great revival. Und es gab diese riesige Erweckung. Friends, if you promise the Lord,
Liebe Freunde, wenn ihr dem Herrn etwas versprecht, see what the Lord can do in your life. Dann seht, was der Herr in eurem Leben tun kann. You may say yes, but I have not studied in Bogenhofen. I haven't studied in Friedensau. I haven't studied in Andrews. Wer sagt, ja, ich habe nicht weder in Bogenhofen noch in Friedensau noch in Andrews studiert? If you are a Bible student, wenn du ein Bibelstudent bist, the Lord can do miracles in your life. Kann der Herr Wunder in deinem Leben tun? You believe that? Glaubt ihr das? Yes, ja. A revelation, a revival can start right here in Stuttgart. Eine Erweckung kann doch genau hier direkt in Stuttgart starten. You believe that? Glaubt ihr das? Okay, so keep believing that, keep praying. Also gut, glaubt and weiter daran und bete dafür. Don't say, Lord, 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 Brother Crump, he is a good preacher. No, says Lord, if you can use me. Ja, sagt also Herr, bitte benutze mich. I was an aeronautical engineer. Ich war, you are what? Aeronautical engineer. Oh, meine Güte. Ein Luftfahrtingenieur ist er gewesen. And see what the Lord did. Und schaut, was er getan hat. Yeah. Of course, my parents and my friends thought I needed to go to a mental hospital. Meine Eltern und meine Freunde haben gedacht, dass ich eigentlich in die Irrenanstalt muss. But see what the Lord can do. Aber seht, was der Herr tun kann. See what the Lord can do. And so here then. Also. That is what the Lord did with William Miller. Schaut euch mal, was der Herr mit William Miller getan hat. William Miller's religious experience. Seine religiöse Erfahrung. Hier haben wir ein Zitat. Als ich fast zur Verzweiflung getrieben wurde, öffnete Gott mir durch den Heiligen Geist die Augen. Ich sah Jesus als einen Freund, meine einzige Hilfe und das Wort Gottes als die vollkommene Pflichtbestimmung. As a result of his discovery, he discovered the right insight in the book of Daniel. Als Resultat seines Bibelstudiums erkannte er die richtige Einsicht in das Buch Daniel. Now let's look here in regard to Daniel chapter 8. Lass uns kurz anschauen, was er bezüglich Daniel 8 entdeckte. And there you find in verse 3 to 8 about the ram and the he-goat. Da findet man ja in Vers 3 und bis 8 den Widder und den Ziegenbock. And William Miller and some other people at the time came to the conclusion that is Medo Persia. Miller und wie auch viele andere zu der Zeit glaubten, dass das oft natürlich Medo Persien und Griechenland sind. What about the little horn? Wie war das mit dem kleinen Horn? Ah, various reformers had said Rome, pagan and papal. Verschiedene Reformatoren hatten schon gesagt, dass sich das auf Rom und sowohl heidnisch als auch päpstlich bezieht. So you get Medo Persia, Greece, and then the little horn goes till the very end. And so the little horn here is Rome. Also wir haben Medo-Persien, Griechenland und dann haben wir das kleine Horn, das bis zum Ende geht, nämlich Rom. Rome has two phases. In seinen zwei Phasen. Pagan and papal. Heidnisch und päpstlich. And the interpretation there, what you see from verse 9 to 12, deals then how the papacy persecuted God, people, and how the Roman Empire persecuted God's people. Und in Versen 9 bis 12 sieht man, wie das heidnische Rom und auch das päpstliche Rom Gottes Volk verfolgt hat. Rome tried to counteract the work of Christ because the emperor Caesar Augustus Octavian, who was he? He was the son of God. Also Rom wollte das Volk Gottes bekämpfen, weil der Kaiser selbst, Caesar Augustus Octavian, er glaubte, dass er der Sohn Gottes ist. It's a counterfeit. Also das war eine Täuschung. And so here they had everywhere temples throughout the empire and the Christians had to sacrifice. Es gab also überall im römischen Reich diese Tempel und die Christen mussten Opfer bringen. They had to choose between Julius Caesar. No, not Julius Caesar, Caesar Augustus and Jesus Christ. Sie mussten also wählen zwischen dem Kaiser Augustus oder Jesus Christus. Both claimed to be sons of God. Beide hatten behauptet, der Sohn Gottes zu sein. So it was a matter of life and death, es the choice there. Für sie eine Angelegenheit von Leben und Tod. And then you get after the Roman Empire the papacy. Und dann kommt nach dem römischen Reich das Papsttum. And again a matter of life and death. You either go to mass or you die. Wieder eine Sache von Leben und Tod. Entweder geht man zur Messe oder man stirbt. Many of the Waldenses died. Viele Waldenser starben. Go to mass or die. Geh zur Messe oder sterbe. The same like the reformers. Dasselbe mit den Reformatoren. And so that is the whole persecution.
Das ist also die ganze Verfolgung. Then what is the sanctuary? Was war das Heiligtum in Daniel 8? Many thought it was the earth. Viele glaubten damals, dass es die Erde ist. And if the earth is the sanctuary, what will happen then is the cleansing of the earth, the cleansing of the church, all of those things. Demzufolge dachte man, dass die Reinigung des Heiligtums die Reinigung der Erde und der Gemeinde ist. And so then, when is the cleansing of the sanctuary and the judgment? And they many saw then 1843, 1844. Also viele sahen jetzt diese Reinigung und das Gericht am Ende dieser 2300 Jahre gegen 1843, 1844. Because you know, verse 17 in chapter 18, chapter 8 says it is a cleansing that takes place when? In the time of the end. Daniel 8, Vers 17 sagte, dass diese Reinigung in der Zeit des Endes stattfinden wird. And so that was then the launching of the first angel's message. So wurde die erste Engelsbotschaft in die Welt geboren. And then Jesus launches the first angel's message. Jesus hat diese erste Engelsbotschaft gestartet. Let us go to Revelation 14, verse 6 and 7. Schauen wir uns kurz Offenbarung 14, Vers 6 und 7 an. We see here, was wir the hier everlasting sehen, gospel. Ist das ewige Evangelium. Worldwide. Weltweit. Calling people to repentance. Dass die Menschen zur Umkehr aufruft. Fear God, give glory to him. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Why? Warum? What does the Bible say? Was sagt die Bibel? The hour of his judgment has come. Denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. And so here now you see a connection between the first angel's message and Daniel chapter 8. Hier sieht man also eine Verbindung zwischen der ersten Engelsbotschaft und Daniel 8. It's a message given just prior to Christ's return. Eine Botschaft, die direkt vor der Wiederkunft Christi gegeben wird. It proclaims the everlasting gospel. Die das ewige Evangelium verkündet. It is a worldwide mission. Die eine weltweite Mission zum Ausdruck hat. It is a call to repent. Ein dringender Aufruf zur Buße. It warns that the hour of his judgment is near. Sie warnt vor der Stunde des Gerichts. And the cleansing of the sanctuary of Daniel 8:14 is in the time of the end. It is a judgment. Also es gibt eine Verbindung zu Daniel 8, Vers 14, wo die Reinigung des Heiligtums in der Zeit des Endes als Gericht stattfindet. That was the insight of William Miller. Das war die Einsicht, die William Miller gewonnen hatte. It's all connected to Jesus. Alles ist verbunden mit Jesus. And that was not the view of all the other churches. Und das war nicht die Ansicht der anderen Kirchen. And so here then, how did it impact William Miller? Wie hat das Miller selbst beeinflusst? Miller saw the great ignorance in the surrounding churches about the soon coming of Jesus. Miller sah die große Ignoranz in den anderen Kirchen bezüglich der baldigen Wiederkunft Jesu. And it stirred up his spirit. Und das hat ihn wirklich bewegt. Now here is where we can learn something. Hier können wir wirklich etwas lernen. Es heißt, er blickte auf die Kirchen und sah, dass diese verderbt waren. Sie hatten ihre Liebe Jesu entzogen und der Welt zugewandt. Sie trachteten nach weltlicher Ehre, anstatt nach der Ehre, die von oben kommt. Sie sammelten sich irdische Schätze, anstatt sich einem Schatz im Himmel zu sichern. Er sah Heuchelei, Finsternis und Tod überall. Sein Geist wurde beunruhigt. Gott berief ihn, sein Gut zu verlassen, wie er Elisa berief, seinen Acker zu verlassen und Elias nachzufolgen. See, the coldness of others gave William Miller the power of energy. Die Kälte der anderen gab dem Miller seine Energie. You know, frequently you hear in our church, yes, you know, why are we not in a great revival? Seht ihr, you know, heute hören wir oft in den Gemeinden, warum haben wir jetzt nicht eine große Erweckung? You know, we are the Laodicean church. Wir sind doch die Laodicea-Gemeinde. So you don't see a revival. Deswegen sieht man keine Erweckung. And we sit down in the same seat. Also setzen wir uns wieder auf denselben Stuhl. And be a part of Laodicea. Und sind einfach Teil von Laodicea. If William Miller had believed that same attitude, wenn Miller dieselbe Einstellung gehabt hätte, he would have never run after for the Lord. Dann hätte er niemals sich dem Herrn so, wäre ihm so nachgerannt. He realized that all the people around him, unless they change, they will be lost. Ihm ist bewusst geworden, wenn all die Menschen um sich herum, wenn die sich nicht ändern, werden sie verloren sein. What about today? Wie ist es heute? If all your friends who are not member of your church, wenn die ganzen Freunde, die nicht Glieder deiner Gemeinde sind, continue to live like this, wenn sie weiter so leben, what will happen to them when the seven last plagues come? Was wird mit ihnen passieren, wenn die sieben letzten Plagen kommen? What do you think? Was denkt ihr?
They will perish. Sie werden verloren gehen. So if we really are moved with compassion, wenn man wirklich echtes Mitleid hat for others, für andere, we cannot sit still. Dann kann man nicht still sitzen. And we call upon the Lord, and the Lord will give us work to do. Und wir werden den Herrn anrufen und er wird uns eine Arbeit geben. Do you believe that? Glaubt ihr das? So we hope and pray that we get here a revival in Germany from Stuttgart. Amen. Also hoffen wir, dass wir und beten wir, dass wir eine Erweckung von Stuttgart aus für ganz Deutschland bekommen. And so here, also Miller and his followers, haben wir Miller und seine Nachfolger. Go tell it to the world. Sagt es der ganzen Welt. You see here the multimedia that they have. Ihr seht hier das Bild. A chart. Ja, ihr seht die Multimedia-Mittel, die sie hatten damals, eine Karte. We are much more sophisticated, but the principle is the same. Also wir haben heute da etwas fortgeschrittene Technologie, aber das Prinzip ist dasselbe. And so the effect of William Miller. Der Effekt auf Millers Mission. You know, here is a witness of a participant in the movement here. Hier haben wir einen Zeugen, der bei dieser Bewegung dabei war. Tausende gewannen die von Miller verkündigte Wahrheit lieb und Knechte Gottes erhoben sich im Geist und in der Kraft des Elia, um die Botschaft zu verkündigen. So this is the reformation of the Elijah message. Also das ist die Reformation der oder ja, die Reformation der Elia Botschaft. But at the same time it is the John the Baptist message. Es war aber auch gleichzeitig die Botschaft von Johannes dem Täufer. Da heißt es: Gleich Johannes, dem Vorläufer Jesu, fühlen sich diejenigen, welche diese feierliche Botschaft predigten, gedrungen, die Axt dem Baume an die Wurzel zu legen und die Menschen zu ermahnen, rechtschaffene Früchte der Buße zu bringen. And then the next one is the birth of the judgment, our message. Und dann natürlich die Geburt der Gerichtsbotschaft. Als der Geist Gottes auf ihnen ruhte, stimmten sie mit ein in den Ruf, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. So you can see here the birth, you see the birth here of the remnant church. Wir sehen hier also die Geburt der Gemeinde der Übrigen. And here are then the Adventist missionary papers. Hier sind die Missionszeitschriften der Adventisten. There was not a church there. Es gab noch keine Gemeinde. It was Presbyterian Adventist. Es gab presbyterianische Adventisten. Lutheran Adventist. Lutheranische Adventisten. Methodist Adventist. Methodistische Adventisten. All churches, there was an Advent movement. In all den Kirchen gab es diese Adventbewegung. And those churches wouldn't publish. Und diese Kirchen hätten aber nie in ihren offiziellen Zeitungen das jetzt abgedruckt. So it were the lay people who published. Also mussten die Laienglieder das Ganze veröffentlichen. And today, how easy it is to self-publish. Und wie einfach ist es doch heute sogar, einfach etwas zu veröffentlichen. And here the success. Hier ist der Erfolg. And this is the spirit of prophecy, who was a participant of the movement. Hier haben wir den Geist der Weissagung. Ellen White war ja Teilnehmerin dieser Bewegung. Wohin die Botschaft auch drang, bewegte dieses Volk. Sünder bereuten, weinten und baten um Vergebung. Und solche, deren Leben durch Unehrlichkeit befleckt war, waren ernstlich bemüht, Wiedererstattung zu üben. Eltern fühlten die tiefste Sorge für ihre Kinder. Diejenigen, welche die Botschaft annahmen, arbeiteten mit ihren unbekehrten Freunden und Verwandten. Und während sich ihre Seelen unter der Last der feierlichen Botschaft beugten, warnten und baten sie, dass sie sich auf das Kommen des Herrn vorbereiten möchten. Dies seelenreinigende Werk wandte die Neigung von weltlichen Dingen ab und einer nie zuvor erfahrenen Heiligung zu. You see here the foundation of the revival or Adventism at the beginning, revival of the remnant church. Hier sehen wir das Fundament der Erweckung in der Adventbewegung. And so what was the impact now? You know, what kind of feeling did they experience? Was war die Wirkung auf Gottes Volk? Welche Gefühle erlebten sie? Diejenigen, welche das Licht von Jesu angenommen hatten, erfreuten sich des zunehmenden köstlichen Lichtes, welches über sie ausgegossen wurde. Ihre Angesichter strahlten in heiliger Freude, während ihre Blicke mit großem Interesse aufwärts auf Jesum gerichtet waren. Ihre Stimmen wurden in Übereinstimmung mit den Stimmen der Engel gehört. Fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Now you can see here that this movement made an impact
und society. Ihr seht, dass diese Bewegung einen Einfluss hatte auf die Gesellschaft. Especially on all the other churches. Vor allem auf die Kirchen. And even the New York Tribune, which is the equivalent today of the New York Times. Und sogar New York Tribune, das war quasi das Gegenstück zur heutigen New York Times, einer gewaltigen großen Zeitung in den Vereinigten Staaten. Had whole articles on this. Selbst dort erschienen ganze Artikel über diese Bewegung. Of course, the articles were not very positive. Die Artikel waren natürlich jetzt nicht besonders positiv geschrieben. But this was it. Aber so war's. And so as a result, many of the churches turned direction against William Miller and his followers. Als Folge dessen haben viele Kirchen sich gegen Miller und seine Nachfolger gewandt. And so the attention now of the believers went to the second angel's message. Und so hat sich die Aufmerksamkeit der Gläubigen jetzt auf die zweite Engelsbotschaft gelenkt. In Offenbarung 14, Vers 8 heißt es: Und ich hörte ein zweiter Engel folgte und sprach: Gefallen ist Babylon, die große Stadt, weil sie mit dem Glutwein ihrer Unzucht alle Völker getränkt hat. Now, what were the major features? Was sind die wesentlichen Dinge hier? It followed the first angel's message. Die zweite Botschaft folgt der ersten. It proclaims the fall that Babylon has fallen. Sie verkündigt den Fall Babylons. Babylon's influence others to adopt her illicit actions. Wir sehen hier, dass Babylon andere beeinflusst, verbotene Handlungen zu tun. And Babylon succeeds in bringing nations to the apostatize. Und Babylon ist offensichtlich erfolgreich, ganze Völker zum Abfall zu bringen. So you can see here what Jesus first does. Jesus gives a message of mercy to the people, the first angel's message. Sehen wir also, was Jesus tut. Er gibt zuerst eine Gnadenbotschaft an die Menschen in der ersten Engelsbotschaft. But when this is rejected, aber wenn sie abgelehnt wird, they become a part of Babylon. Dann wurden sie ein Teil Babylons. And what you see now here, was man jetzt hier sieht. What happened? Again here, the Protestant churches reject the Advent message. Wiederum sehen wir, wie die protestantischen Kirchen die Adventbotschaft ablehnen. The majority of the religious leaders rejected the message. Der Großteil der religiösen Führer hat das verworfen. They suppressed the preaching on the second Advent. Sie haben die Verkündigung unterbunden über die Wiederkunft. And they closed their churches to the preaching. Und sie haben ihre Kirchentüren buchstäblich verschlossen. And the church has persecuted everyone sympathetic to the first angel's message about the second angel. Und die Kirchen haben alle jene verfolgt, die mit der ersten Engelsbotschaft bezüglich der Wiederkunft sympathisierten. They objected to members attending Advent preaching. Sie haben sich dagegen gewandt, dass ihre Mitglieder solche Adventveranstaltungen besuchen durften. They disfellowed those believing the teachings. Sie haben die Adventgläubigen ausgeschlossen. They ridiculed, mocked and taunted Adventists. Adventisten wurden von ihnen verspottet und verhöhnt. Falsehoods were circulated to injure their influence. Man hat bewusste Lügen und Falschheiten verbreitet, um den Einfluss zu schwächen. And at times angry mobs tried to kill Adventist preachers. Und es kam öfter vor, dass ganze Banden versucht haben, adventistische Prediger zu töten. And so what you get here now is the rejection of the first angel's message led to the second angel's message. Was wir also sehen, ist, wie die Ablehnung der ersten Engelsbotschaft zur zweiten Engelsbotschaft geführt hat. And so, what was Jesus' response? Was war die Antwort von Jesus? How did God really look upon this rejection of the remnant church? Wie verhält sich Jesus gegenüber dieser Ablehnung seiner übrigen? Engel überwachten mit dem tiefsten Interesse den Erfolg der himmlischen Botschaft. Und als die Kirchen sich davon abwandten und sie verwarfen, berieten sie sich traurig mit Jesus. Er wandte sein Angesicht von den Kirchen ab und gebot seinen Engeln, treulich über die teuren Seelen zu wachen, welche das Zeugnis nicht verwarfen, denn es sollte ihnen noch ein anderes Licht scheinen. Und dann geht's weiter. Als die Kirchen sich weigerten, die erste Engelsbotschaft anzunehmen, verwarfen sie das Licht vom Himmel und verloren die Gunst Gottes. Sie vertrauten auf ihre eigene Kraft und indem sie der ersten Botschaft widerstrebten, brachten sie sich selbst dahin, dass sie das Licht der zweiten Engelsbotschaft nicht sehen konnten. Aber die Geliebten Gottes, die unterdrückt waren, nahmen die Botschaft an, Babylon ist gefallen und verließen die Kirchen. Now it's interesting that during the Reformation the new light was accepted and Catholicism rejected this as heresy. Ist nicht interessant, dass in der Reformation neues Licht angenommen wurde, aber der Katholizismus es als Irrlehre abgelehnt hat. And so the reformers were clearly seeing that Catholicism is a Babylon. Und so konnte man deutlich sehen, dass der Katholizismus
Babylon ist. But what happened now? Aber was ist jetzt passiert? You see, now you get that the Protestants, instead of looking forward to Jesus coming, rejected his message and proclaimed that before Jesus comes, we get first the millennium of peace on earth. Und so haben wir jetzt die Protestanten gehabt, die anstatt sich auf die Wiederkunft Jesu zu freuen, diese Botschaft abgelehnt haben und gesagt haben, es kommt erstmal ein tausendjähriges Friedensreich lange vor der Wiederkunft. So now what happened with the new light is that the Protestant churches took a similar position as the Catholic Church during the Reformation. So hat also mit diesem neuen Licht die protestantische Welt eine ähnliche Position eingenommen wie die katholische Kirche zur Zeit der Reformation. Here again. Hier sehen wir das nochmal. Why did Jesus want his people to leave Babylon? Warum möchte Jesus, dass sein Volk Babylon verlässt? Ich sah, dass Jesus sein Angesicht von denjenigen abwandte, die sein Kommen verwarfen und verachteten. Und dann gebot der Engel, sein Volk aus den Unreinen herauszuführen, damit sie nicht möchten verunreinigt werden. And it provided this message of leaving Babylon provided a climate for total obedience to the Lord. Diese Botschaft, Babylon zu verlassen, bereitet ein Klima für völligen Gehorsam, um sie zu einer vollständigen Forschung, sorgfältigen Forschung des Herzens und dem Studium der Schrift zu führen, auf dass sie sich selbst von den Irrtümern reinigen möchten, welche von den Heiden und Papisten eingeführt waren. Durch diese Botschaft brachte Gott seine Kinder heraus, wo er in größerer Kraft für sie wirken kann und sie alle seine Gebote halten können. You see here that the second angel's message is a message of condemnation, but at the same time it is a message to call God's people out of the darkness. Wir sehen also, dass die dreifache Engelsbotschaft eine Kulmination ist, aber gleichzeitig ein Ruf ist, die Menschen aus Babylon herauszuführen. And so here then, how did Adventists discover the light of Babylon? Wie haben also Adventisten dieses Licht bezüglich Babylons entdeckt? Now the context is then the crisis of 1843-1844. Der Kontext war diese große Krise von 1843 und 44. And you get an expansion of the concept of Babylon. Dort wurde das Konzept von Babylon erweitert. And it was Charles Fitch. Es war vor allem Charles Fitch gewesen. One of the most successful Millerite preachers. Einer der erfolgreichsten milleritischen Prediger. Because of the persecution that God's people received. Wegen der Verfolgung, die Gottes Volk erlitt. He gave this sermon. Gab er diese Predigt. He explained that Babylon is really Antichrist. Er erklärte, dass Babylon wirklich der Antichrist ist. And Babylon does not want Christ to come to earth. Und Babylon möchte nicht, dass dass Christus zur Welt zurückkommt. Und wir dachten in der Vergangenheit immer nur, dass es die Katholiken sind. But now we see that the Protestant churches have the same attitude. They close their doors and they persecute us and disfellowship members who believe William Miller. Und dann sagt jetzt sehen wir, dass die protestantischen Kirchen genau dasselbe tun. Sie verfolgen uns, sie schließen die Türen für diese Botschaft. And so there they proclaimed that the fall of Babylon is now a reality. Und so haben sie jetzt verkündigt, dass der Fall Babylons eine Realität geworden ist. Babylon is an organic concept. Babylon ist jetzt ein organisches Konzept. And when you reject truth, wenn man Wahrheit ablehnt, then you become a part of Babylon. Dann wird man ein Teil von Babylon. Now, of course, there are still many of God's people in Babylon. Selbstverständlich gibt es noch sehr viele von Gottes Volk in Babylon. But as a special instrument to prepare men and women for Christ's coming, the Lutheran churches, the Presbyterian churches, the Baptist churches don't lead people to be prepared for Jesus' coming. Aber Gott sucht ein spezielles Instrument, um Menschen vorzubereiten auf die Wiederkunft Jesu. Und weder die Lutheraner noch die Baptisten noch die Presbyterianer bereiten Menschen so auf die Wiederkunft Jesu vor. And so, the remnant church, so ist also die Gemeinde der Übrigen, the Adventist church, die Adventgemeinde, especially God's people called out of the best of God's people, all out of the other churches, to form the remnant. So hat Gott also aus allen anderen Kirchen Gläubige herausgerufen, um Gottes Übrige zu formen. And so Adventists are really God's rescue squad. Also eigentlich sind quasi die Adventisten Gottes Rettungseinsatzkommando.
But you can only understand this if you understand the foundation and how we came about. Aber wenn man das verstehen will, geht das nur, wenn man wirklich dieses Fundament hier begreift und weiß, wie wir dazu gekommen sind. And all the new light that God, and then we discuss this tomorrow. Und all dieses neue Licht, das Gott gab, wir werden das morgen dann genauer studieren. The other churches don't know. Die anderen Kirchen wissen davon nichts. And why not? Warum nicht? Because they were not interested of what we had to share. Weil sie kein Interesse daran hatten, was wir ihnen sagen wollten. And the whole solution to the 1844 problem. Und das ganze, die ganze Lösung für das Problem von 1844. The other churches would say that it's simply a face-saving device. Die anderen Kirchen würden sagen, na ja, das war einfach so eine Sache, um irgendwie das Gesicht zu wahren. But they didn't see the light that Jesus had. Aber sie sahen nicht das Licht, das Jesus hatte. And so one of the greatest theological insights that we have here is that further light on the nature of the church that Protestants became a part of Babylon. Also eine besondere Einsicht, die wir hier gewonnen haben, war dass weiteres Licht bezüglich der Lehre über ein weiteres Licht bezüglich der Lehre über die Kirche, die protestantischen Kirchen waren jetzt auch Teil Babylons geworden. And the 95% of the Protestants who believed in this historical view of prophecy today only the Adventists carry on this view. Und von all den 95% aller protestantischen Christen, die einmal an eine historische Auslegung der Prophetie geglaubt haben, von all denen sind es heute nur noch die Adventisten, die dieser Auslegung treu geblieben sind. Very, very sad. Das ist eigentlich sehr, sehr traurig. But here is our mission. Aber hier ist unsere Mission. And so the apostasy goes further because Babylon, according to Revelation, is a city that consists out of three parts. Denn wir wissen aus der Offenbarung, dass Babylon als Stadt aus drei Teilen besteht. Roman Catholicism, römischer Katholizismus, Apostolic Protestantism, der abgefallene Protestantismus, and Spiritualism, und der Spiritismus, which are all the non-Christian religions together. Was letztlich auch die ganzen nicht-christlichen Religionen mit einschließt. And no wonder that more and more Protestants come closer and closer and closer to the Catholics. Es ist kein Wunder, dass die Protestanten immer näher und näher und näher dem Katholizismus rücken. And that is where we are today. Und da befinden wir uns jetzt gerade. And they are now open for the false teachings of Catholicism. Und nun öffnen sie sich den falschen Lehren des Katholizismus. Which is preterism. Der nämlich sich im Präterismus zeigt. That prophecy is fulfilled in the past. Dass die ganze Prophezeiung sich in der Vergangenheit schon erfüllt hat und nichts mehr zu erfüllen braucht. Or futurism. Oder Futurismus. That all the prophecies will be fulfilled in the future. Dass alle Prophezeiungen erst in der Zukunft sich erfüllen werden. And yet the Bible view that prophecy from the time of Christ until today in every generation shows where God is working. Stattdessen sagt die Bibel, dass es von der Zeit von Jesus oder von der Zeit der Bibel bis heute es in jeder Generation Erfüllung von Prophetie gab, die die ganze Geschichte hindurchgeht. Only Adventists have. Nur Adventisten halten daran noch fest. Because we didn't need to throw out our interpretation of prophecy. Wir mussten das nicht aus dem Fenster werfen. Because we found a solution through Jesus. Denn wir fanden eine Lösung durch Jesus. And so the impact now, die Auswirkung messages, dieser Botschaften einer Flutwelle gleich breitete sich die Bewegung über das Land aus. Es gab da wenig begeisterte Freude, sondern vielmehr wurde das Herz gründlich erforscht, die Sünden bekannt und der Welt entsagt. Von den großen religiösen Bewegungen seit den Tagen der Apostel war keine freier von menschlichen Unvollkommenheiten und Tücken Satans als jene im Herbst 1844. Im Sommer des Jahres 1844 zogen sich ungefähr 50.000 Glieder aus den Kirchen zurück. And so here then those people were led by Jesus, founding on the Bible. Hier haben wir Menschen, die also von Jesus geführt worden sind. And here you see, hier sehen wir, where you originated, where the remnant church originated. Wo du herkommst, wo die Advent, wo die Gemeinde der Übrigen ihren Ursprung hat. And we don't need to have an inferiority complex. Wir müssen also keinen Minderwertigkeitskomplex haben. We see that we are the continuity of the Reformation. Wir sehen, wir sind die kontinuierliche Weiterführung der Reformation. And how Christ then, through the signs of sun, moon, and stars,
So wie Christus durch die Zeichen an Sonne, Mond und Sterne gezeigt hat. Brought the revival in the Advent movement. Und eine Erweckung in die Adventbewegung gebracht hat. And that we are the continuity of that revival. Und wie wir auch eine Erweiterung, eine Weiterführung dieser Erweckung sind. And tomorrow we will specifically explain what was the problem at the time and how Jesus got us out of this mess. Und morgen werden wir uns anschauen, was war jetzt genau das Problem in jener Zeit und wie hat uns Jesus aus diesem Chaos herausgeführt? Yes, people say yes, but Miller was mistaken. Die Menschen sagen ja, der Herr Miller hatte doch falsch gelegen. We have to be honest. Wir müssen ehrlich sein. He was deadly wrong. Er war völlig daneben. But. Aber. So was every other church wrong. Genauso lag auch jede andere Kirche falsch. None of the interpretations that they had on Daniel 8. Keine Interpretation von Daniel 8 war ja korrekt. Was fulfilled? Keiner hat sich erfüllt. Now what happened to them? Was ist mit denen passiert? Because it didn't work out, they threw out this whole approach to prophecy. Weil es bei ihnen nicht funktioniert hat, haben sie überhaupt ihr gesamtes Prophetiestudium aus dem Fenster geworfen. But Adventists could maintain it. Aber Adventisten konnten dranbleiben. Because of the light that came to us. Aufgrund des Lichtes, das Gott uns geschenkt hat. But you know, we don't write the history books of the world. Aber wisst ihr, wir schreiben ja nicht die Geschichtsbücher dieser Welt. And so those who write the history books. Jene, die die Geschichtsbücher schreiben, can put the Adventists in one, no matter what light. Die können die Adventisten immer in irgendein bestimmtes Licht rücken. But it is certainly not in a very prosperous light. Das ist vielleicht dann auch kein besonders schönes Licht. And then we try to defend ourselves and we say, yeah, we are certainly like the other churches. Und dann versuchen wir uns zu verteidigen und sagen, wir müssten vielleicht doch werden wie die anderen Kirchen. We are not. Brauchen wir nicht. The Lord uses us in a very special way. Der Herr benutzt uns auf eine ganz besondere Art und Weise. And in this weekend we will specifically look at the impact of this message. Und an diesem Wochenende werden wir uns ganz besonders diesem Einfluss dieser Adventbotschaft aussetzen. And nobody would believe that today we are now in one of the fast growing religious movements with over 19 million believers. Damals hätte niemand geglaubt, dass daraus mal eine die schnellst wachsendste Kirche mit heute über 19 Millionen Mitgliedern werden würde. But remember in Revelation 18, the whole world will be enlightened. Aber erinnert euch, in Offenbarung 18 sagt es, dass die ganze Welt erleuchtet werden soll mit dieser Botschaft. What do you think about this movement? Was denkt ihr über diese Bewegung? Can we be thankful to the Lord? Können wir dem Herrn dankbar sein? Can you be thankful that you are a member of this movement? Kannst du dankbar sein, dass du Mitglied dieser Bewegung bist? May you see the hands? Darf ich eure Hände sehen? Okay. Let us pray. Lasst uns beten. Thank you, Heavenly Father, for giving us such a wonderful insight that we have the privilege to be a part of your remnant church. Danke, lieber Vater, dass du uns dieses Vorrecht gegeben hast, dass wir diese Einsicht gewinnen konnten, dass wir das Privileg haben, deiner Endzeitgemeinde angehören zu dürfen. And help us to share this good news. Hilf uns, dass wir diese gute Nachricht weiterverbreiten. That we don't need to be in the confusion that is in the world today. Dass wir nicht in dieser Verwirrung uns befinden müssen, die heute in der Welt ist. But because of the books of Daniel Revelation, we know a clear course that you have for us. Aber aufgrund der Bücher von Daniel und Offenbarung kennen wir den klaren Kurs, den du für uns hast. We know that you are waiting for us to get ready. Wir wissen, dass du auf uns wartest, damit wir uns vorbereiten und bereit werden. And in a special way, Father, give us the courage and the strength to be a part of this remnant. Und auf eine ganz besondere Art und Weise wollen wir dich bitten, dass du uns Mut und Stärke gibst, Teil dieser Übrigen zu sein. And that this message can redeem many, many people who are today absolutely confused. Und dass wir diese Botschaft vielen Menschen bringen können, die jetzt noch total verwirrt sind. And bless the church here in Germany and especially here in Stuttgart. Ich möchte dich bitten, dass du die Gemeinde in Deutschland segnest und ganz besonders hier auch in Stuttgart. In Jesus' name. Im Namen Jesu. Amen. Amen.